Die Uhren. Überhol ihn. Von links. Niemals. Dann fliegst du raus. Werde ich nicht. Siehst du? Was? Hä? Ach, nichts. Hm, jetzt redest du schon mit dem Computer wie mit einem Freund. Hör mal, du hast heute genug gespielt. Oh, Mama, noch ein kleines bisschen. Noch eine halbe Stunde bis zum Abendessen. Und dann ist Schluss mit dem Computerspielen. Na toll. Ich schaffe alle Level niemals in einer halben Stunde. Niemals? Hey, was, wenn wir die halbe Stunde ausdehnen? Wie? Wir können die Zeiger der Uhr doch etwas zurückdrehen. Das kommt doch raus. Okay, dann verlangsamen wir die Uhr. Ja, aber wie? Das müsstet ihr eigentlich wissen. Damals funktionierten Uhren mit Hilfe eines Pendels. Das Pendel kontrolliert, wie schnell sich die Zeiger der Uhr drehen. Wenn man das Pendel verlängert, schwingt es langsamer. Und so bewegen sich auch die Zeiger langsamer. Wird das Pendel kürzer, tickt die Uhr schneller. Moderne Uhren funktionieren ohne Pendel. Sie haben stattdessen eine Federung oder einen elektronischen Chip. Und trotzdem kann man auch die Geschwindigkeit dieser Uhren verändern. Los, schieb! Wow, ihr habt's geschafft. Toll, wie viel langsamer sie jetzt läuft. Jetzt hast du genug Zeit zu spielen. Aber verlangsamt ihr jetzt auch die Uhren in der Küche? Ja, und alle anderen Uhren auch. Wenn ich hier drehe, dann wird das Pendel länger. Ja, und nun schlägt die Uhr langsamer. Tidisch! Feuer, sieh, noch eine Uhr. Ja, komm mit. Geschafft. Jetzt sind alle Uhren langsamer, im ganzen Haus. Gut gemacht. Ja, 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 ja. Wow, Tom Thomas, wie cool. Wow. Noch ein Level. Wahnsinn. Unglaublich, weiter so. Ha. Seltsam. Hurra! Unglaublich! Ja, ich habe alle Level geschafft. Oh, danke. Ihr beiden seid... Wir sind die Meister der Zeit. Ja! Ja, aber ich werde echt hungrig und Mama hat mich noch nicht zum Essen gerufen. Weil die halbe Stunde noch nicht vorbei ist. Hey, riecht ihr das? Es riecht angebrannt. Was ist passiert? Ein Feuer? Komisch. Ich habe 30 Minuten gewartet, wie immer. Aber dieses Mal ist alles angebrannt. Ist die Uhr vielleicht stehen geblieben? Nein, sieh doch, sie funktioniert. Ich mache dir Haferflocken. Was, zum Abendessen? Mama, ich muss kurz. Ich bin gleich wieder da. Seht ihr, was ihr angerichtet habt? Ihr beiden Meister der Zeit? Ihr zwei müsst die Uhren wieder aufdrehen. Okay, okay. Wird gemacht. Wir holen die Zeit wieder ein. Der Mensch hat sich viel einfallen lassen, um Zeit messen zu können. Wenn man zum Beispiel einen Stab in den Boden steckt, kann man anhand seines Schattens die Zeit ablesen. Diese einfache Uhr nennt man Sonnenuhr. Eine andere einfache antike Uhr ist die Wasseruhr. Man kann die Zeit messen, indem man abliest, wie viel Wasser abgeflossen ist. Und wenn man statt Wasser Sand herunterrieseln lässt, dann hat man eine Sanduhr. Aber der Mensch konnte die Zeit ehrlich gesagt nie ganz genau messen, bevor er mechanische Uhren erfand. Die gibt es in allen möglichen Größen, von großen Wanduhren bis hin zu kleinen Armbanduhren. Heute haben wir auch digitale Uhren, die man sehr leicht ablesen kann. Aber die genaueste Uhr ist die Atomuhr. Die gesamte Welt richtet sich nach ihr. Tom Thomas, warum klingelt dein Wecker mitten in der Nacht, hä? Was? Es ist mitten in der Nacht? Sieh, Tom Thomas. Aber der Uhr nach müsste ich jetzt aufstehen. Komisch. Gestern haben Feuer und ich alle Uhren beschleunigt. Deswegen hat der Wecker so früh geklingelt. Beschleunigt? Seid ihr verrückt? Tom Thomas wollte das. Also was sollen wir jetzt machen? Ist doch klar. Geh jetzt in die Schule. Da
Das war ein Witz. Leg dich wieder hin. Keine Sorge. Ich stelle die Uhren wieder normal ein. Kann ich mitkommen und dir helfen? Helfen? Ihr Jungs seid es doch, die die Probleme erst machen. Der Konstrukteur. Ping! Ha! Hä? Was? Hallo, Tom Thomas. Was malst du da? Ich male nicht. Das nennt man Zeichnen. Was heißt das? Sag mir, ist das ein Kreis? Sicher. Und das? Ist auch ein Kreis, nur etwas runder. Natürlich. Den habe ich nämlich gezeichnet. Mit einem Zirkel. Und jetzt habe ich eine Zielscheibe. Jetzt lade ich meine Dartpistole. Wow! Warum schießt du damit auf mich? Es war die Pistole. Ich habe nicht mal abgedrückt. Was? Ist die kaputt? Ich werde sie öffnen und nachsehen. Da, dieses kleine Teil ist kaputt. Ich werde Papus suchen. Er kann dir helfen. Er kann ein neues machen. Ein brandneues. Warte, ich entwerfe eine Bauzeichnung. Wird Papus in der Lage sein, die zu lesen? Machst du Witze? Papus ist ein Experte in allem. Fertig. Wow, Tom Thomas, du bist ein echter technischer Zeichner. Ein Konstrukteur, Nullig. So nennt man das. Versucht mal, einen perfekten Kreis freihand zu zeichnen. Daraus wird nichts, hm? Nun, mit Hilfe eines Zeichenzirkels wird euer Kreis perfekt. Man setzt die Nadel ins Zentrum und dreht den Zirkel. Und fertig! Ein Zirkel ist nur einer von vielen Werkzeugen fürs technische Zeichnen. Wenn ihr zum Beispiel eine gerade Linie zeichnen wollt, braucht ihr ein Lineal. Und wenn ihr einen Rahmen für euer Bild zeichnen wollt, könnt ihr ein Dreieck benutzen. Zieht eine Linie auf einer Seite und dann auf der anderen. Und um den Rahmen fertig zu zeichnen, dreht das Dreieck herum und zeichnet die anderen beiden Seiten. So bekommt ihr ein perfekt gerahmtes Bild. Es gibt auch Zeichengeräte, um gebogene Linien zu zeichnen. Sie heißen Kurvenlineal oder Schablone. Aber eigentlich nutzen die Leute heutzutage immer öfter Computer, um technische Zeichnungen zu machen. Papus! Hä? Ui, ui! Was ist passiert? Wir brauchen dringend deine Hilfe! Ein Teil in Tom Thomas' Dartpistole ist gebrochen. Kannst du es nachbauen? Was für ein Teil genau? Schau, hier ist eine technische Zeichnung. Oh, ihr habt sogar eine technische Zeichnung. Sehr gut, mal sehen, wie es aussieht. Bitte sehr. Super, mal sehen. Das wird nicht klappen. Siehst du, an der Seite passt es nicht. Ich muss noch eine technische Zeichnung machen. Nolik, du hast mich wieder erschreckt. Verzeih mir, aber da müsste ein Vorsprung sein. Hier, auf diese Seite. Und du bist sicher, das ist alles? Bestimmt, Ehrenwort. Tom Thomas, es ist fertig. Hör zu, während du weg warst, habe ich gemerkt, dass das Teil hier ein Loch hat. Genau hier. Schon wieder? Tut mir leid, aber in dem Teil ist auch ein Loch. Eine technische Zeichnung ist eine besondere Zeichnung. Sie muss präzise die Maße des Gegenstandes beschreiben, der erstellt werden soll. Um das zu tun, muss die Zeichnung sehr genau sein und alle Maße beinhalten. Und das ist nicht alles. Ist das Objekt komplex, muss es von mindestens drei Seiten gemalt werden. Vorderansicht, Seitenansicht und von oben. Seht ihr? Das Objekt wirkt anders von jeder Seite. Also wenn ihr euch Zeit sparen wollt, lernt genau zu zeichnen. Und zack. Es klappt. Und das dank der technischen Zeichnung. Ja, nach drei Versuchen, tolle Konstrukteure seid ihr. Jetzt kann ich alle möglichen technischen Zeichnungen machen. Sogar eine von dir, wenn du magst. Nein, danke. Hey, das toll. Kitzelt. Tu mir einen Gefallen und dreh dich. Hey, was machst du da? Hör auf!
Was machst du? Ich glaube, jetzt habe ich's. Es ist fertig. Und was ist das für ein Kreis? Das bist du von oben. Weißt du was, Simka? Genau so siehst du von hier oben aus. Nolik, bring das rüber zu Papus. Er kann daraus eine zweite Simka machen. Nein, danke, Tom Thomas. Für mich reicht eine Simka aus. Die Schlüsselkarte. Papa! So, Professor Eugenius, Ihr Wasserkocher ist wieder einsatzbereit. Tschüss! Oh, danke euch. Ich sehne mich nach einer Tasse Tee. Ja. Hier ist kein Tee übrig. Dann werde ich die gute Elisa nach Tee fragen. Guck mal, Professor Eugenius, Sie haben Ihre Schlüsselkarte vergessen. Der Schlüssel! Die Tür! Simka, du machst wohl Späße. Das ist dein Schlüssel. Das da ist nur eine Plastikkarte. Aber das ist ein Schlüssel. Ein besonderer. Eine Schlüsselkarte. Um ein Zahlenschloss öffnen zu können, muss in der richtigen Reihenfolge ein Code eingegeben werden. Das bedeutet, dass man sich den Code merken muss. Wenn man aber eine Schlüsselkarte hat, dann muss man ihn sich nicht merken, weil er im elektronischen Gedächtnis der Karte gespeichert ist. Das Schloss kann den Code dann von der Karte ablesen. Es darf natürlich kein normales Schloss sein, sondern so eins, welches elektronische Codes lesen kann. Wenn der Code stimmt, dann öffnet sich das Schloss. Elisa, gibt es hier irgendwo Tee? Natürlich, Professor Eugenius. Wunderbar, dann nehme ich einen Beutel. Oh, ich habe meinen Schlüssel im Labor gelassen. Geben Sie mir bitte Ihren? Ja, aber vergessen Sie nicht, ihn zurückzugeben. Aber selbstverständlich, Elisa. Ich bitte Sie. Ich habe einen Teebeutel. Das Wasser kocht. Fantastisch. Ta-ra-ta-ta-ta-ta. Cha-cha-cha. Moment mal. Ah, oh nein. Ich sollte doch Elisa etwas wiedergeben. Warum fragen Sie sie nicht? Richtig. Ich bin gleich wieder da. Professor Eugenius! Das wäre Ihre Karte Nummer 2. Elisa, ich habe Ihnen doch was versprochen, oder? Ja, den Schlüssel. Sie wollten ihn zurückbringen. Ja, klar. Ich hole sie gleich. Eine Sekunde. Sie ist auch im Labor. Wie furchtbar. Wie kommen wir denn jetzt bloß zurück in das Labor? Tja, nun, es gibt einen Weg. Der ist aber geheim. Können Sie weggehen für eine Minute? Kollege, Professor, können Sie mir einen Gefallen tun, bitte? Der Schlüssel. Ich habe ihn auf dem Tisch liegen lassen. Ja, richtig. Das stimmt. Wie lösen wir das jetzt? Darüber muss ich nachdenken. Wieso darüber nachdenken? Wir schieben einfach die Karte unter der Tür durch. Hm? Glaubt ihr, ihr könnt das? Ja! Los an die Arbeit! Hey, was passiert da? Oh, haben Sie gerade nach mir gerufen? Nein, Elisa. Nicht nach Ihnen. Sie ist so schwer! Wisst ihr, wo Ziffer abgeblieben ist? Der denkt irgendwo nach. Das macht er immer, wenn gearbeitet werden muss. Hard Backboard! Hard Steuerboard! Gut gemacht, Nolik. Mit wem haben Sie denn gesprochen? Eigentlich... Oh, was ist das? Wo? Was? Was war das? Komm schon, wir probieren's nochmal. Schauen Sie, sehen Sie das? Oh. Das ist... Telekinese. Oh. Die Kraft, Dinge bewegen zu können, durch Gedanken. Sie sind einfach erstaunlich. Haben Sie das auch mit Ihrem Denken getan? Die Tür? Ja, klar. Sie sind so ein Genie. Professor Eugenius ist ein sehr talentierter Wissenschaftler und ein guter alter Freund der Fixies. Er ist den Fixies immer behilflich und die Fixies helfen auch ihm gerne. Professor Eugenius hat den Fixies erlaubt, ihre Schule in seinem Labor einzurichten. Man kann sich keinen geeigneteren Ort für eine Fixies-Schule vorstellen. Aus der ganzen Stadt bringen Leute alle Arten von Dingen zum Testen ins Labor. Von Computern über Handys und Möbel bis hin zu Nahrungsmitteln und Spielzeug. Und Professor Eugenius untersucht die Qualität all dieser Dinge mit seinem Fachwissen. Deswegen befinden sich in seinem Labor unterschiedliche Geräte und Werkzeuge. Ja, Professor Eugenius ist wahrlich ein kluger Kopf, doch er kann des Öfteren auch zerstreut sein.
Er hat großes Glück, dass es uns Fixies gibt. Danke für alles. Die Karte unter die Tür zu schieben, das war Simkas Spitzenidee. Doch die Tür öffnete sich, während die Karte noch auf dem Boden lag. Wie seltsam. Da ist nichts Seltsames dran. Ich habe sie geöffnet. Wie? Ich bin einfach nur in das Schloss geklettert und habe rausgefunden, wie es funktioniert. Und Tidisch. Sehr clever. Ein echtes Tidisch. Gut, das Thema unserer nächsten Stunde lautet: erst nachdenken und dann handeln. Der Feuerlöscher. Also, was denkt ihr? Von allen Dingen, was ist die größte Gefahr zu Hause? Kaubacke. Nun, Hunde sind gefährlich für uns. Aber was ist eine Bedrohung für uns und für Menschen? Feuer! Ha? Wo? Ich habe nur auf die Frage geantwortet. Das war ein schlechter Witz, Feuer. Aber deine Antwort ist sogar richtig. Nichts ist schlimmer, als in einem brennenden Haus festzustecken. Ich weiß nicht viel über die Chemie, aber in Physik bin ich ein Genie. Das ist eine interessante Idee. Ich muss es ausprobieren. Und deswegen ist jeder Packomat mit einem Feuerlöscher ausgestattet. Und wie schaltet man ihn an? Das zeige ich euch am Ende der Stunde. Nullig, psst, schrei Feuer. Warum? Ich möchte nur gerne sehen, wie der Professor einen Feuerlöscher betätigt. Vergiss es, das mache ich nicht für dich. Ach, Feuer! Hä? Du schon wieder? Das war doch nur ein Witz. Das ist ein dummer Witz. Und ich will, dass du gehst. Sofort. Eigentlich müsste ich deine Eltern über dein Verhalten informieren. Über Feuer wird nicht gelacht. Denk dran, mit Feuer spielt man nicht. Weder mit Streichhölzern noch mit Feuerzeug. Das weiß doch sicher jeder, oder? Aber es gibt noch andere Dinge, die ein Feuer im Haus anrichten könnten. Zum Beispiel ein Ofen oder ein Kamin. Und denkt auch an elektrische Geräte wie Erdplatten, Heizkörper und Bügeleisen. Wenn man in der Nähe dieser Geräte nicht aufpasst, könnten sie ein Feuer auslösen. Und in der Weihnachtszeit müsst ihr ganz besonders aufpassen. Kerzen und Wunderkerzen können gefährlich werden. Die Funken könnten auf leicht entzündliche Dinge überspringen, wie Papier, Holz oder Stoff. Also, was macht ihr, wenn plötzlich ein Feuer ausbricht? Das ist richtig. Ihr ruft die Feuerwehr. Die Notrufnummer lautet ja bekanntermaßen 911. Was ist los? Oh nein! Oh nein! Feuer! Jetzt brennt's wirklich! Feuer! Was soll ich tun? Oh ja, ich brauche einen Feuerlöscher! Wo ist der? Und so kann man den Packomat zum Feuerlöscher umbauen. War das verständlich? Ja, sehr verständlich. Feuer! Da ist ein Feuer! Es reicht! Das ist nicht mehr lustig, Feuer! Diesmal ist es kein Witz! Glaub mir, es brennt! Netter Versuch, Feuer. Oh, er hat sogar Rauch simuliert. Nein, Simka, das ist ein echtes Feuer! Aha, klar, wir glauben dir alles. Es ist wahr, ich schwöre, diesmal lüge ich nicht! Diesmal ist es wahr, er macht keinen Witz. Ein echtes Feuer ist ausgebrochen! Spule, Simka, schaltet den Lötkolben aus! Okay. Alles klar. Seid vorsichtig, Kinder. Haltet gehörigen Abstand vom Feuer. Und wie kann ich helfen? Hol deinen Feuerlöscher. Früher löschten Menschen Feuer mit Wasser oder Sand. Heute benutzen Menschen außerdem auch Feuerlöscher. Feuerlöscher sind Zylinder mit Schläuchen. Normalerweise sind sie rot gestrichen, damit man sie schnell sieht. Die Zylinder beinhalten ein spezielles Pulver oder Schaum. Wenn man ein Feuer löschen muss, richtet man den Schlauch auf das Feuer, zieht den Sicherungsstifter aus und drückt den Griff runter. Der Schaum oder das Pulver schießt anschließend heraus und löscht das Feuer. Unsere Feuerlöscher sind einfach zu klein für dieses Feuer. Wir müssen Professor Eugenius um Hilfe bitten. Das habe ich schon gemacht. Okay, wo ist das Feuer?
Fixies seid echt die Besten. Danke sehr. Ihr habt mein Labor gerettet. Ach, nicht dafür, Kollege. Wenn's euch nicht gäbe, Fixies, wüsste ich nicht, wie's ausgegangen wäre. Ich kann mir allerdings ausmalen, wie das Feuer überhaupt zustande kam. Feuer? Ich hab damit nichts zu tun. Ach, wirklich? Wer schreit hier denn ständig Feuer? Wer weiß, vielleicht hast du das Feuer ja gelegt. Wenn das so ist, brauchst du gar nicht mehr zur Schule zu kommen ohne deine Eltern. Kollege, 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 es ist meine Schuld. Ich habe den Lötkolben nicht abgeschaltet. Vergib mir. Also sag mal, wessen Eltern müssen wir jetzt anrufen? Die Prothese. Simka, guck mal hier. Schau mal, was ich gefunden habe. Es ist ein Bär. Was denn für ein Bär, Nolik? Du weißt schon, Tom Thomas hat uns doch von ihm erzählt. Er war sein bester Freund auf der Welt. Bis Tom Thomas uns kennengelernt hat. Aha. Komm, wir ziehen ihn mal auf. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, noch bitte. Lauf jetzt, Teddy. Los doch, Teddy. Ja. Oh nein. Armer kleiner Teddybär. Sie nahmen dein Bein, jetzt hast du es schwer. Das waren doch nicht wir. Es war schon vorher kaputt. Klarer Fall. Ein offener Bruch. Lass uns ihn reparieren. Tom Thomas wird sich so freuen. Warte. Es wird nicht so einfach sein, ihn zu reparieren. Wir brauchen eine Prothese. Der menschliche Körper besteht aus einem Gerüst von Knochen und Gelenken. Und wenn man sich einen Knochen bricht, dann heilt er für gewöhnlich von selbst. Der gebrochene Knochen wächst dann wieder zusammen und alles wird wieder normal. Aber manchmal ist der Bruch so schwer, dass er nicht von alleine heilen kann. Wenn das geschieht, muss er mit einem künstlichen Teil, den man Prothese nennt, ersetzt werden. Eine Prothese kann mehr als nur einen Knochen oder ein Gelenk austauschen. Sie kann einen ganzen Arm oder ein Bein ersetzen. Wo kriegen wir eine Prothese her? Ich bin sicher, wir kriegen eine von Professor Eugenius. Na klar. Hilfe ist unterwegs. Ah, wie schön, euch zu sehen, liebe Kinder. Wie geht es euch? Hallo, Professor Eugenius. Wir brauchen eine Prothese. Habt ihr euch was gebrochen? Nein, nicht wir. Der Bär. Er hat sein Bein gebrochen. Welcher Bär? Der Teddybär, der mal Tom Thomas' bester Freund war. Ah, ich verstehe. Heutzutage werden mit Hilfe von modernen Prothesen mehr Dinge ersetzt als nur Arme und Beine. Wenn ihr zum Beispiel einen Zahn verliert, dann kann dieser durch einen künstlichen ersetzt werden. Das ist auch eine Prothese. Es gibt auch Fälle, in denen Personen beginnen, ihre Sehkraft zu verlieren, weil die Linsen in ihren Augen anfangen, trübe zu werden. Die Prothesen, die hierbei helfen, sind sogenannte klare Kunstlinsen. Eine Prothese kann auch Leuten mit schlechtem Gehör helfen. Winzige Hörgeräte können ihnen ins Ohr eingesetzt werden, damit sie besser verstehen können, was gesagt wird. Und das ist noch nicht alles. Die Menschen haben sogar gelernt, dass man kranke Herzen behandeln kann, indem man die beschädigten Herzteile durch Prothesen ersetzt. Ach, Prothesen sind wahrlich fantastische Erfindungen. Es ist erstaunlich, was sie alles können. Durch sie können Menschen ein erfülltes Leben genießen. Professor, funktioniert das? Gleich werden wir es wissen. Fertig. Bitte sehr. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Professor Eugenius. Gern geschehen. Jederzeit. Die Kraft liegt in der Arbeit. Und Arbeit macht uns Spaß. Denn ohne all die Arbeit wären wir schon nicht mehr da. Und tief in den Geräten, wo es ganz dunkel ist, könnt ihr uns funkeln sehen wie einen bunten Blitz. Sieh nur hin. Wir sind schon drin. Analysiert und repariert. Jetzt wird dieser alte Freund von Tom Thomas wie neu sein, lieber Nolik.
Simka, wenn Tom Thomas sich wieder mit dem Bär anfreundet, was dann? Wird er dann nicht mehr unser Freund sein? Hi alle zusammen. Hallo du. Oh, mein Teddybär. Ihr habt ihn für mich gefunden. Und ihn repariert. Ach, vielen Dank. Genau wie Großfix sagt, ein alter Freund ist besser als zwei neue. Wer ist neu und wer ist alt? Na, der Bär ist alt. Und wir sind neu. Nolik, das stimmt nicht. Ihr seid Fixies, klar? Ihr seid meine allerbesten Freunde auf der ganzen weiten Welt. Didi! Das Labor. Großfix braucht Hilfe! Komm mit zur Schule! Sofort! Was hat er gesagt? Dass wir zur Schule hin sollen. Weshalb? Weißt du warum? Keine Ahnung. Und du? Vielleicht hat Simka eine schlechte Note bekommen. Ich frage mich, ob Nolik Ärger gemacht hat. Oh, ich mache mir jetzt schon große Sorgen. La 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 la. Und das sind 5 und 6. Toller Haarschnitt. 7, 8. Hallo. Hallo, Werder. Wo ist Großfix? Ich bin nicht sicher, aber geht doch mal in den Chemiebereich und schaut dort nach. Im Chemiebereich? Sag mal, hat unser Nolik heute was angestellt? Nolik? Der macht doch immer nur Quatsch. Aha. Wir sind also nicht wegen Nolik hier. Vielleicht ist ihm etwas Schlimmes passiert. Ja, was denn? Es kann alles Mögliche sein. Dies ist nicht nur eine Fixie-Schule. Es ist ein richtiges Labor. In dem Labor, in dem Professor Eugenius arbeitet, ist immer Hochbetrieb. In der Abteilung für Mechanik testet und kreiert Professor Eugenius verschiedene Apparate und Mechanismen, um zu sehen, wie gut sie funktionieren. In der Chemieabteilung führt er Experimente mit Nahrung und deren Qualitätszuständen durch. In der Elektroabteilung repariert er elektronische Geräte und prüft ihre Sicherheit. Der Professor kann öfters sehr zerstreut sein. Und deswegen kann es bei ihm mal blubbern, knistern und sogar explodieren. Marcia, Liebes, mach dir im Moment keine Sorgen. Wie soll ich mir keine machen? Ziffer, hast du vielleicht Nolik gesehen? Weißt du, ob ihm irgendwas passiert ist? Wir befinden uns in einem Labor. Hier kann alles Mögliche passieren. Oh Gott, was meinst du damit? Sowas halt. Ihr seht's ja, so läuft das hier. Und wo? Komm mit, schnell! Marcia, mach keine Panik. Spule, oh, gut, dass ihr da seid. Ihr müsst uns bitte helfen. Was ist denn passiert? Großfix! Was? Wo? In der Mechanikabteilung dort! Und Simka und Nolik? Auch, die sind auch da! Ah, oh, meine Kinder! Bleib bloß ruhig! Marcia ist meine Frau und die Mutter unserer Kinder Simka und Nolik. Marcia ist eine Schönheit, eine gütige Seele und eine wunderbare Hausfrau noch dazu. Sie ist auch sehr verantwortungsbewusst und ein äußerst begabter Fixie. Von Küchengeräten und Apparaten hat sie viel mehr Ahnung als ich. Marcia arbeitet von morgens bis abends. Sie repariert Dinge, kümmert sich um die Wäsche und macht sauber, denn sie hat Ordnung und Sauberkeit sehr gerne. Das Wichtigste für Marcia sind allerdings ihre lieben Kinder. Sie kümmert sich liebevoll um sie und versucht, sie vor Unheil zu beschützen. Manchmal steigert sie sich in absurde Sorgen und Vorstellungen hinein, aus Angst, dass ihnen etwas geschehen könnte. Obwohl unser Nolik manchmal in solche Schwierigkeiten gerät, dass nicht einmal Marcia davon träumen könnte. Nolik!
dich fest! Wir werden dich retten! Du lebst! Was ist denn los? Ich muss doch gar nicht gerettet werden. Dann ist Simka diejenige, nicht du. Ich muss auch nicht gerettet werden. Mir geht's gut. Und weshalb macht ihr euch denn solche Sorgen? Alle sind am Leben. Also warum hast du uns hergeholt? Ich brauche eure Hilfe wegen eines kleinen Unfalls. Nolik, bist du schuld daran? Oh nein, der ist unschuldig. Im Gegenteil, er hilft mir bei der Reparatur. Papus, wir brauchen deine Hilfe, sonst schaffen wir es nicht, das Teil wieder einzusetzen. Dieses? Tiddy! Oh, eine perfekte Reparatur. War das der einzige Grund, weshalb wir herkommen sollten? Nun ja, ich brauchte eure sofortige Hilfe, deswegen habe ich nach euch geschickt. Aber Feuer hat... Wieso Feuer? Wieso war es immer Feuer? Wieso musstest du uns so erschrecken? Ich hab euch doch nicht erschreckt. Das wart ihr ganz von alleine. Die Knetmasse. Alles fertig. Simka! Schau mal her! Ich hab meinen eigenen Packomat. Na, sieh mal einer an. Ein Packomat aus Knete. Da gehört er bei mir. Und der sieht wie ein echter aus. Okay, na klar, er sieht wirklich echt aus. Simka, Nolik, was geht? Hallo, Feuer. Wollt ihr nicht Ticken spielen? Das würde ich wirklich gerne, aber im Gegensatz zu euch habe ich sehr viel Arbeit. Ja, zum Beispiel? Nun, im Bad ist ein Haken runtergefallen. Tom-Toms Schreibtischlampe geht nicht. Im Aquarium ist ein Loch im Schlauch. Geht nur spielen. Ich muss ein paar Packomaten holen. Oh, oh, oh. Ich würde gerne Ticken spielen. Moment. Nolik, du hast einen Packomat. Aha. Wobei ich sagen muss, dass er seltsam aussieht. Das ist, weil... Lass uns alles vor Simka reparieren. Mit deinem Packomat und meinem Fixie-Board. Das wird echt cool. Also wo ist jetzt dieser heruntergefallene Haken? Alles klar. Nolik, hol mal die Klebe raus. Woraus? Na, woraus wohl? Aus deinem Packomat. Aber der ist doch nicht echt. Den hab ich doch aus Knete gemacht. Aus Knete? Sieht wirklich total echt aus. Damals in der Steinzeit haben die Menschen Geschirr und Skulpturen aus einer Knetmasse namens Ton geformt. Die Knetmasse, die wir heute benutzen, wurde erst vor ein paar Jahren erfunden. Im Grunde ist Knete nichts weiter als alter Ton mit ein paar Zusätzen, damit die Masse nicht austrocknet. Dann werden noch Färbemittel untergemischt und so ergeben sich die vielen schönen Farben. Man kann so viele tolle Sachen aus Knete machen. Ich habe eine Idee. Los, dreh dich um. Was machst du denn? Ich nehme Kleber aus dem Packomat. Alles klar, spring rauf. Wird das halten? Ja, na klar wird's das. Jetzt kommt die Lampe dran. Das geht nicht ohne einen richtigen Packomat. Deiner wird schon gehen. Tidisch! So, was wollte sie noch reparieren? Das Aquarium. Spring rauf! Wo ist denn das Leck? Hier, an der Stelle tropft es. Ja, dieser Schlauch wird eine Menge Knete brauchen. Gib mir den Rest deines Packomaten. Sicher. Und hier ist ein Souvenir. Fix und fertig. Was ist fix und fertig? Ha, wir haben alles schon repariert. Und womit, wenn ich fragen darf? Knetmasse. Ha, Knetmasse kann doch nichts zusammenhalten. Doch, die hält schon. Betten nicht? Okay. Was in aller Welt ist hier los? Oh. Das Wasser läuft über. Macht genau, was ich sage. Und keine Panik. Wusstet ihr, dass es möglich ist, Knetmasse bei euch zu Hause herzustellen? Ihr müsst nur dieses Rezept aufschreiben.
Ihr benötigt eine Tasse Mehl, eine halbe Tasse Salz und eine halbe Tasse Wasser. Mischt nun das Salz mit dem Mehl und gebt das Wasser nach und nach dazu. Und jetzt alles gut vermischen. Was sagt ihr nun? Dass es aussieht wie Teig? Ganz richtig, denn genau das ist es auch. Nur essen kann man die Masse nicht, dafür ist sie viel zu salzig. Aber Dinge daraus formen, das könnt ihr gewiss. Wenn ihr eventuell bunte Knetmasse haben wollt, dann gebt einfach Wasser oder Lebensmittelfarbe dazu. Das wär's. Eure Knete ist bereit fürs Formen. Vergesst nicht, wenn ihr fertig seid, eure Figuren in der Sonne trocknen zu lassen. Auf diese Weise werden sie schön hart und sind lange haltbar. Gerade noch rechtzeitig. Habt ihr etwa auch die Lampe mit der Knete repariert? Aha, und den Haken auch. Das war keine gute Idee. Aber wir waren echt schnell. Hey, ganz genau. Ihr habt euch echt eine Medaille verdient. Ihr seid Helden. Im Ernst? Selbstverständlich. Und hier ist sie, eure Medaille. Ja, aber die ist ja aus Knete. Sie passt wirklich zu eurer heroischen Tat. Die Tarnung. Gut. Tom Thomas, hey, wozu brauchst du ein zweites Aquarium? Vor allem ganz ohne Fische. Erstens ist das ein Terrarium. Und es ist nicht für Fische, es ist für Echsen und Schlangen. Meine Freundin Katja bat mich, darauf aufzupassen, solange sie weg ist. Deswegen sind sie hier. Aufpassen? Auf wen? Da ist doch niemand drinnen. Es ist ein Chamäleon, Nolik. Ich finde es großartig. Das ist eine blöde Idee, es herauszunehmen. Vielleicht rennt es weg. Keine Sorge, ich hab es. So ein Monster. Und wieso konnte ich es vorher nicht sehen? Das ist, weil ein Chamäleon sich tarnen kann, indem es die Farbe seines Körpers verändert. Habt ihr schon mal Militäruniformen gesehen? Sie haben bestimmte Farben und Muster, durch die sich Soldaten besser verstecken können. Das nennt man Tarnung. Und der Mensch hat das von Tieren gelernt. Ein Wurm kann aussehen wie ein Zweig und ein Seepferd kann aussehen wie eine Koralle. Ein normaler grauer Hase wird im Winter weiß, sodass ein Wolf ihn im Schnee nicht so leicht finden kann. Aber der Meister der Tarnung ist das Chamäleon. Dieser Meister der Täuschung ändert seine Farbe in nur wenigen Sekunden. Hey, Tom Thomas, wo ist das Chamäleon hin? Oh, es ist verschwunden. Es ist nicht verschwunden. Es hat sich getarnt. Es muss hier irgendwo sein. Kommt, wir suchen es. Kaubacke, hast du das Chamäleon gesehen? Wo ist es? Seht ihr es? Nein, es will sich nicht finden lassen. Wir müssen es austricksen, damit es zu uns kommt. Aha, wir stellen eine Falle mit etwas, das es mag. Was mögen die nur, frage ich mich. Was schon? Futter! Und was fressen Chamäleons? Sowas wie Fliegen oder Raupen, Käfer. Wie kriegen wir jetzt eine Fliege? Nun, was wenn... Was? Oh, Simka, das zahle ich dir heim. Warte nur. Hey, wir müssen Katja helfen. Unsere Raupe beschwert sich ja auch nicht. Still jetzt. Nolik, fang an zu summen. Summen? Ja, wie eine Fliege. Ja, und schlage mit deinen Flügeln. Simka, wie lange muss ich das noch machen? Bis sich das Chamäleon zu erkennen gibt. Summ einfach weiter. Tom Thomas, da ist es. Schnapp es dir. Lass meinen Bruder los! Tom Thomas, schnell!
Jupp, ich hab dich. In der Armee nutzt man Tarnung die ganze Zeit. Sie haben Netze, die aussehen wie Gebüsche. Sie bemalen ihre Panzer, damit sie sich an die Umgebung anpassen. Sie fliegen sogar besondere Flugzeuge, die nicht von Radaren erkannt werden. Sie tun alles Mögliche, um sich zu verbergen. Aber nicht nur die Armee nutzt Tarnungen. Fotografen tarnen sich, um Bilder von wilden Tieren zu schießen. Menschen nutzen Make-up, um ihre Hautunreinheiten zu verbergen. Und Künstler, sie bedecken ihre Wände mit hellen, bunten Bildern. Und Menschen lieben Maskenpartys, wo sie sich hinter Kostümen und Masken verbergen. Und natürlich haben Fixies ihre eigene Tarnungsstrategie. Wisst ihr es noch? Na, wie machen sie das? Jetzt rennt es nicht mehr weg. So, du Meister der Tarnung. Was hast du jetzt zu sagen? Wenn ich mich nur auch so gut tarnen könnte. Nolik, was redest du denn da? Du kannst dich doch 100 Mal besser tarnen als der da. Ah, du hast recht. Hey, Chamäleon, sieh und lerne. So tarnt man sich richtig. Der Airbag. Wir verspäten uns. Das schaffen wir. Oh, wow! Hey, nicht so schnell! Mach mal Platz für die Rennmaschine! Sieh mal an, Feuer! Musst du wieder rasen? Superpiloten wie ich haben immer Glück. Weißt du, Feuer, auf Glück zu bauen ist sehr dumm. Es wäre viel besser, wenn du mehr Acht geben würdest. Eigentlich möchte uns Professor Eugenius heute etwas Besonderes zeigen. Er wird einen Airbag testen. Was ist das? Ziffer, erkläre es. Jeder, der im Auto mitfährt, muss einen Sitzgurt anschnallen, denn falls der Wagen schnell stoppen muss, wird ihn der Gurt im Sitz halten. Es gibt jedoch auch Situationen, in denen nicht mal ein Gurt genügend Sicherheit bietet, wie wenn ein schnellfahrendes Auto mit etwas zusammenstößt. In diesem Falle können der Fahrer und die Passagiere durch einen Airbag geschützt werden. Man kann die Airbags, wenn sie zusammengefaltet sind, nicht sehen, denn sie sind verborgen. Im Falle eines Aufpralls bläht sich der Airbag sofort auf und die Person prallt auf den Airbag, anstatt durch die Windschutzscheibe geschleudert zu werden. Und auf geht's! Wie üblich, wenn etwas Gefährliches getestet werden muss, probiert es Professor Eugenius erst selbst aus. Aber Großfix, was ist, wenn sich der Airbag mit Luft aufbläht? Mach dir mal keine Sorgen. Auf drei und zwei und eins. Der Airbag hat sich sofort aufgebläht. Habt ihr es gemerkt? Ja, aber wie macht er das? In ihm ist eine chemische Substanz, die im Moment des Aufpralls schnell verbrennt und sich anschließend sofort in ein Gas verwandelt. Der Airbag wird mit Gas gefüllt. Habe ich das gut erklärt, Professor? Ich kann den Freigabe himmlisch betätigen. Wir müssen ihn rausziehen. Halt! Wir rufen besser um Hilfe. Professor, brauchen Sie Hilfe? Danke, Elisa. Bitte entschuldigen Sie die Störung. Sie können wieder gehen. Professor, wie konnten Sie den Knopf von dort aus nur betätigen? Das habe ich im Fliegen geschafft. Sie sind so unglaublich. Um kleine Kinder während der Fahrt im Auto zu schützen, müssen sie in einen speziellen Kindersitz geschnallt werden. Beim Fahrradfahren müssen Kinder besonders aufpassen. Auch beim Skateboarden, Rollerskating oder mit dem Roller. Erstens, bleibt fern von Straßen, auf denen Autos fahren.
Zweitens, tragt immer eure Schutzausrüstung für eure Arme und Beine, Armgelenkschützer, Handschuhe und Knieschützer. Und für euren Kopf tragt einen Helm. So werdet ihr, falls ihr hinfallen solltet, euch nicht verletzen. Und drittens, sorgt dafür, dass Leute euch sehen können. Falls ihr am Abend draußen seid, müssen eure Kleider und Räder Sicherheitsreflektoren haben. Sie sorgen dafür, dass Fahrer euch sehen können, indem sie von den Scheinwerfern der Autos grell reflektiert werden. Denkt dran, seid vorsichtig auf der Straße. Also gut, nun drückt die Daumen, dass es klappt. Sollten wir nicht Elisa rufen? Für alle Fälle? Lasst uns abwarten. Auf geht's und los! Großfix, wir müssen ihn retten. Nicht nötig. Ich hab was geändert. Jetzt bläht sich der Airbag nicht nur automatisch auf, sondern er entleert sich auch von selbst. Herrlich! Wie ihr Fixies sagt... Tisch! Das wär's für heute, Kinder. Hurra! Los, kommt! Wo ist mein Fixie-Board? Ich hab dein Fixie-Board, Feuer. Bitte sehr. Ich habe einen Airbag mit eingebaut. Wirklich? Wieso? Ich bin doch ein Superpilot. Sehen Sie? Deswegen habe ich's getan. Superpiloten brauchen keine Airbags. Wir fallen nie. Niemals. Oh, wow. Dieser Airbag ist echt cool. Das ist wirklich ein sehr originelles Design. Den habe ich selbst erfunden. Und Feuer war der Tester. Professor, bekommt jetzt jeder von uns einen Airbag? Jeder Einzelne bekommt einen. Sehr bald. Und trotzdem gilt... Vorsicht ist besser als Nachsicht. Die Werkzeuge. Wartet doch. Da sind echt coole Sachen, die ich euch zeigen will. Jetzt hast du alle auf einmal. Dein Papa wird super wütend sein, wenn er sieht, was du mit seinen Werkzeugen gemacht hast. Ich tue sie alle wieder dahin zurück, wo sie waren. Aber wo waren sie? Öffne die Box, dann siehst du's. Es ist schön, jedes Werkzeug hat seinen eigenen Platz darin. Versucht mal, mit euren bloßen Händen einen Nagel einzuschlagen oder ein Loch zu bohren. Aha, das ist unmöglich. Aber mit Hilfe der richtigen Werkzeuge ist das ein Kinderspiel. Aber das gilt natürlich nur, wenn ihr wisst, wie man sie benutzt. Werkzeuge müssen gut gepflegt werden. Wenn der Kopf eines Hammers lose ist oder die Spitze eines Bohrers stumpf, sollte man nicht damit arbeiten. Das ist gefährlich. Und wenn ihr fertig mit der Arbeit seid, räumt die Werkzeuge wieder an ihren Platz. Sonst müsst ihr das ganze Haus auf den Kopf stellen, wenn ihr sie wieder braucht. Ha, die Zange kommt hierher und der Schraubenschlüssel hier. Dieser Aufsatz passt hier nicht rein. Vielleicht passt er hier rein. Ha, was meint ihr, wozu ist dieses Werkzeug da? Man spaltet Holz oder meißelt Stein. Mit dem Meißel ist der Aufwand klein. Ha, wow, Simka, du bist eine echte Dichterin. Dann löst mir mal dieses kleine Rätsel. Willst du eine Sache messen, darfst du dieses Werkzeug nicht vergessen. Dieses Werkzeug, oder? Ich weiß, was das ist. Es ist ein Maßband, richtig? Lass mich dich messen, Nolik. Wow, du bist gewachsen. Du bist schon fast einen Zentimeter groß. Cool. Ich habe auch ein reimendes Rätsel für euch. Was haut einen Nagel in die Wand, befestigt Bilder an ihrem Rand? Ein Hammer. Ich war Erste. Und der Hammer kommt hierhin. Und jetzt habe ich ein Rätsel für euch. Wollt ihr eine Schraube drehen, wird das nicht ohne dieses Werkzeug gehen. Schraubenzieher! Ich war erst schon wieder. Genau richtig. Alles klar, Tom Thomas. Wir müssen uns beeilen. Wir haben noch viele Werkzeuge einzuräumen. Menschen nutzen, genau wie Fixies, hunderte verschiedene Werkzeuge, um ihre Arbeit zu machen. Das Richtige zu wählen, hängt von der Aufgabe ab, die ansteht. Wenn ihr zum Beispiel einen Nagel einschlagen wollt, braucht ihr einen Hammer. Aber einen Hammer braucht man nicht für eine Schraube. Dafür gibt es ein spezielles Werkzeug namens Schraubenzieher. Einen Schraubenschlüssel braucht man, um Muttern festzuziehen. Mit einem Spannstock werden Gegenstände festgehalten. Und mit einem Bohrer bohrt man Löcher. Wenn man ein Stück Holz abschneiden will, sollte man eine Säge nutzen. Man könnte zum Beispiel eine Handsäge nehmen oder eine Eisensäge. Verschiedene Zangen können genutzt werden, um etwas abzuknipsen, zu greifen oder umzuknicken. Muss man etwas glätten, nimmt man dafür eine Feile. Wenn ihr lernt, wie man richtig mit Werkzeugen umgeht, könnt ihr praktisch alles bauen.
gerade rechtzeitig. Oh, und was ist damit? Weißt du, was das für ein Werkzeug ist? Ich weiß nicht. Da ist kein Platz hier. Schmeiß es einfach weg. Kommt schon. Und was, wenn das mein Vater sieht? Sieht so aus, als haben wir was falsch gemacht. Mein Papa kommt rein. Tom Thomas. Ich bin hier. Na du, liest du was? Braver Junge. Hä? Ah, Ich verstehe nicht, wo es ist. Was? Ich hatte ein Stück Metall unter den Fuß des Tisches gelegt, damit er nicht wackelt. Jetzt ist es weg. Ach, dein gehört das Werkzeug also. Hast du es? Was? Hab ich nicht. Es ist bestimmt irgendwo unterm Tisch. Du suchst unter dem Sofa. Okay. Was meinst du, was er will? Wir sollen dieses Metalldings aus der Box seines Vaters holen. Komm schon, los! Du sagst es. Hast du's? Nein. Ich auch nicht. Ich habe es gefunden, Papa. Es war unter dem Tisch, wie ich es gesagt habe. Ha, du hattest recht. Komisch, wie konnte ich es übersehen? Vielleicht bist du müde vom vielen Arbeiten. Vielleicht. Tidisch. Was? Ein neues Wort. Tidisch. Tidisch? Hm, das Wort klingt wirklich gut. Der Fleck. Tom Thomas, was machst du da? Guckst du etwa Fernsehen, ohne ihn angeschaltet zu haben? Ich gucke nicht, ich beobachte mein Spiegelbild. Schau mal, ich porträtiere mich nämlich selbst. Du teleportierst dich selbst? Durch den Fernseher oder wie? Porträtiere, nicht teleportiere. Ein Selbstporträt ist, wenn ein Künstler sich selber malt. Dich selbst? Ha, du denkst wohl, du hast solche Muskeln wie die Superhelden, die du hier gemalt hast, hä? Woher soll ich denn wissen, wie meine Muskeln aussehen? Und überhaupt, stör mich nicht bei meiner Kunst. Oh nein! Wisch ihn weg! Mach schnell! Jetzt ist es schlimmer. Was jetzt? Ach, wenn Marcia nur hier wäre. Normaler Dreck kann abgebürstet oder mit Wasser abgewaschen werden. Aber es gibt auch Flecken, die man nicht so leicht los wird. Obstflecken müssen in heißem Wasser eingeweicht werden. Blutflecken dagegen sollten nie in heißem Wasser gewaschen werden. Man kann auch Farb- oder Rostflecken waschen. Dafür braucht man einen besonderen Fleckenentferner. Aber Fleckenentferner sollten nur benutzt werden, wenn eure Eltern oder andere Erwachsene dabei sind, die aufpassen. Ich weiß es auch ohne Marcia. Womit entfernt man Bleistiftstriche? Mit einem Radierer. Aber das Hemd ist kein Papier. Na und? Versuchen wir es. Na los! Jetzt hat der Fleck drei Farben. Noch eine Idee. Wir sollten drüber streichen. Mit diesem weißen Stift. Drüber streichen? Ja. Das war eine blöde Idee. Jetzt weiß ich's. Wir brauchen etwas Wasser. Das muss in die Waschmaschine. Denkst du nicht? Nein. Weiß wäscht man nicht mit Farben. Und du hast ein weißes Hemd voller Farbe. Und was ist, wenn wir mehr Wasser nehmen? Wie viel mehr denn noch? Noch irgendwelche Ideen? Vielleicht haben wir was falsch gemacht. Ihr habt alles falsch gemacht. Ihr hättet einen Fleckenentferner benutzen müssen. Fleckenentferner? Wozu? Oh, sieh doch mal, Simka, wie schön es aussieht. Als hätten sie mit Absicht darauf gemalt.
Sie ist sehr groß, fast so groß wie Papus. Ja, sie ist die Größte in der Klasse und stark ist sie auch. Spule lacht gern und niemand lacht so laut wie sie. So ist sie eben. Fröhlich und nett. Sie ist für alle da, die sie brauchen und sorgt dafür, dass ihre Freunde sich vertragen. Natürlich finde ich es nicht so toll, dass sie mich wie ein kleines Baby behandelt. Immerhin ist sie diejenige, die vor Katzen Angst hat. Sie hat sogar Angst vor süßen kleinen Spinnen. Und sie ist total abergläubisch und glaubt an Horoskope. Spule glaubt alles, was man ihr sagt. Das ist großartig, denn so kann man sie wunderbar reinlegen. Aber sie nimmt das alles nicht so ernst. So ist Spule eben. Das war mit Absicht, oder? Na klar. Tom Thomas, nein, was soll das? Du kriegst Ärger für einen Fleck und jetzt machst du noch mehr davon? Keine Sorge, Nullig. Mama hat gesagt, dass das ein altes Hemd ist. Ich darf es ruinieren. Ach, wozu dann die ganze Mühe? Ein Fleck hier und da und dort und auch hier. Schön. Ja, noch einer dort und vielleicht noch hier. Wow, sieht aus wie ein Feuerwerk. Richtig. Es gibt einen Namen für die Kunstrichtung dieses Gemäldes. Und zwar nennt man sie abstrakte Kunst. Es gibt viele Linien und Flecken überall und jeder sieht darin, was er darin sehen will. Ah, seht, eine goldene Kugel am Fluss. Und da kommt Tom Thomas tatsächlich mit einer 5 aus der Schule. Tom Thomas, was ist denn das hier für ein Chaos? Und was ist das? Das ist abstrakte Kunst. Hm, das hat was Gutes. Ich mag es. Abstrakte Kunst. Ist das nicht toll? Ah, mein kleiner Künstler. Die Kabel. Ruhe, bitte. Der Unterricht beginnt jetzt. Seid leise. Ruhe, bitte. Ah, es ist ja so heiß hier. Heute lernen wir etwas über... Was war das, hä? Es muss ein Erdbeben gewesen sein. Ja, es war ein Erdbeben. Hurra! Oh, tut mir leid, Professor. Oh, ich suche eine Steckdose für diesen Ventilator. Oh, es ist furchtbar heiß. Da haben Sie recht. Suchen Sie ruhig weiter. Nun ja, wo war ich? Ach ja, heute... Nein, das kann nicht sein. Im ganzen Labor gibt es keine freie Steckdose. Unfassbar! Ziehen Sie eines der Kabel heraus, dann haben Sie eine freie. Geht nicht. Ich hätte Angst, ein wichtiges Gerät abzuschalten. Selbst Volt würde sich in diesen Kabeln verirren. Keine Sorge, lieber Professor Eugenius. Wir finden eine Steckdose für Sie. Das stimmt, Kollege. Gönnen Sie sich eine Tasse Tee, ruhen Sie sich aus. Danke, Kollege. Und wie immer bin ich euch ewig dankbar. Fixies haben Schulen an allen denkbaren Orten gegründet. In Fabriken, Geschäften und Lagerhallen. Überall dort, wo viele Maschinen und Geräte zu finden sind und wo man sich vor Menschen verstecken kann. Und wir haben unsere Schule hier gegründet, mitten im Labor von Professor Eugenius. Es ist ein fantastischer Ort, an dem ich unterrichten kann. Jeden Tag werden neue Apparate, Materialien, Spielsachen und sogar Nahrungsmittel zur Inspektion hergebracht. Und es gibt hier auch eine Vielzahl von wissenschaftlichen Geräten und Werkzeugen, die unserem Studium dienlich sind. Das Wichtigste ist aber, dass wir uns nie verstecken müssen, denn der Leiter des Labors, mein Kollege Professor Eugenius, ist ein guter alter Freund. Er liebt Fixies nämlich und hilft uns jedes Mal, wenn's nötig ist und würde uns nie verraten. Was machen wir als Erstes? Erstmal ziehen wir diese Kabel auseinander. Ha, das mache ich doch im Nu. Nein, hier! Nullig, hilf uns! Los, zieh nach! Komm schon, komm schon, komm schon! Noch ein Ruck! Hört auf! Ich komm nicht raus! Lockere die Kabel! Wir müssen dieses hier rausziehen! Sofort aufhören mit dem Blödsinn! Danke, Ziffer! Tidisch! Also, ich
sehe die Sache so. Um diesen Knoten hier vorne zu entwirren, müssen wir die Öse da vorne erweitern und dann dieses Kabel durchziehen. Und dann das Ganze auf der anderen Seite auch. Genau so. Sehr gut, Mädels. Jetzt feste ziehen. Perfekt. Hey, guck mal her. Dieses grüne Kabel ist überhaupt nicht verbunden. Das heißt, niemand braucht es. Zieht es also ruhig aus der Steckdose raus. Ich mach's. Oh, ja. Dich. Werda, hier ist noch ein unverbundenes Kabel. Ich hab noch eins gefunden, das niemand nutzt. Ich meine, Simke und ich fanden das gemeinsam. Lolek, warum bist du traurig? Weil ihr alle schneller seid als ich. Siehst du dieses Kabel? Untersuch es doch mal. Wirklich? Oh, wow! Was? Hast du einen Schatz gefunden, Nolik? Aha, da sind 6 freie Steckdosen drunter. Super! Jetzt kann Professor Eugenius seinen Ventilator, seinen Wasserkocher und sein Bügeleisen einstecken. Ein Gerät, das ohne Batterien läuft, an ein Stromnetz zu schließen, muss man ein paar Metalldrähte in eine Steckdose stecken. Die Drähte dürfen sich aber nicht berühren, sonst verbrennt der Strom sie. Deswegen werden Drähte isoliert, das heißt mit Plastik und Gummi umrandet, damit die Elektrizität nicht von einem Draht zum anderen geraten kann. Auch wir werden dadurch geschützt. Seid also immer vorsichtig mit Drähten und fasst nie ein offenes oder beschädigtes Kabel an, sonst bekommt ihr einen elektrischen Schlag. Oh, was täte ich nur ohne euch, meine lieben Freunde. Vielen Dank. Ah, Entschuldigung, ich sollte gehen. Gehen Sie nur, eine gute Idee. Und wir machen weiter. Worum ging es eigentlich? Es ging um Kabel. Sieht so aus, als ob die Stunde vorbei ist. Zeit zum Spielen gehen.